Ich dachte, es wäre eher was für die Nase. Was brauchst du an Taschentuch vielleicht? Ich meine so Fickpulver. Hm? Nee, Sprechsalz. Nee. DJ Coco. Kokain. Ach, Kokain, sag doch gleich. Das war einfach für mich. Kann ich dir besorgen. Ich besorg dir ein Kilo. Easy. Sehr gut. Easy peasy. Ja, dann können wir loslegen. Ist gut. Wir sind doch hier im Knast. Wir sind doch hier eingebunkert. Hier, guck. Geht nichts. Und Freiheit ist das Ideal, nach dem sich alle sehen. Und darüber halten wir eine Rede. Was wünschst du dir? Gesundheit für meine Familie und Geld. Und wofür? Damit du es auf die Bank bringst für ein paar läppische Zinsen? Und das nennt man im Gegenzug Schritt 2. Verantwortung. Diesen Betrug, diesen Selbstbetrug, den musst du doch nicht mitmachen. Nein, du als aufrechter Migrant. Dann fick ich wieder, dann wach ich wieder auf, dann esse ich, dann arbeite ich, verdiene mein Geld, gehe wieder raus, rein, 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 halt die Schnauze, halt sie jetzt! Freiheit bedeutet Verantwortung. Hier, hast du gesehen, in der DDR, als die Mauer gefallen ist, da durch, was haben die Leute gemacht? Sie wollen nach Indien, Afghanistan, England. Und dann haben sie sich gelangweilt und sind wieder zurück in ihre Stasi-verseuchten Buden und haben sich bestimmen lassen vom Solidaritätsbeitrag. Und jetzt sagen sie, damals war alles besser. Damals war gar nichts besser, es war genauso scheiße wie heute. Du bist arbeiten gegangen, hast Geld verdient, hast vor Krankheiten Angst gehabt, geheiratet, 2 Kinder gemacht, das Geld an der Börse wieder verloren und dann bist du in die Kirche und hast Abbitte geleistet. An Gott hast du dich überschrieben und Gott, der lacht über dich.